Bin aber wahrscheinlich mit zu vielen Spinnenköpfen überladen. Na, der Tatzenwurmkopf, der scheint ja nichts zu wiegen, okay. Jetzt habe ich eine Behinderung von 0. Naja, das Einzige, was noch fehlt, sind Schuhe und Helm. Ich habe aber jetzt schon mal die Brustpanzer auch. Jetzt fange ich langsam an, richtig golden auszusehen. So, da ist noch eine Truhe im Hintergrund. Sprich, Freund. Mein Atem geht ruhig. Ah, die Pfeile zu Gwenda da. Und sie kann mir mal den Kurzbogen geben und ich sehe gerade, sie kann die stacken. So. Und den Rest kann man leider nicht plündern. Das heißt, wir tun hier noch Falle entschärfen und Schloss knacken und mal gucken, was da drin ist. Noch mehr Ressourcen für Gwendala. So, das war's eigentlich. Es gibt keinen Secret-Ausgang hier. Das heißt, ich vermute mal, wir müssen wieder zurück den ganzen Weg. Ach, hey, jetzt spawnen hier Skelette vor und hinter mir. Das wird nicht gut gehen. Erstmal weg mit dem blöden Bogenschützen. Vorgrim kann ja versuchen, das Skelett umzuwerfen. Das klappt ja eigentlich immer wieder ganz gut. Jo. Bei Angroschbar. Hey, Gwendala hat's überlebt. Furax. So. Ich versuche mein Bestes. Meint ihr? Ja, wir müssen dringend Zeug loswerden, dann sind wir auch unsere letzte Behinderung los. Bin mal gespannt, ob wir hinter der Tür jetzt dann in Sicherheit sind. Oder ob gleich nochmal Untote aus der Erde schießen.
Untote nicht. So, ganz ehrlich, ich lass die mal sein. Alter. Ja. Na, ich nehme doch noch mal mit, was ich kann. Wie weit sind wir vom Ja, wir sind bald wieder beim Spinnennest. Hoffen wir mal, dass es nicht mehr zu viel Respawn gibt. So, weiter geht's. Ah, diesmal ist eine große dabei. Da sollten wir uns auf die konzentrieren. Ich versuche mein Bestes. Mein Atem geht hoch. Na klar. So, das war die große. So, Bär gegen Spinne. Naja, mit Unterstützung von Gladys und Gewänder da war das ziemlich einfach. So. Dann hoffen wir mal, dass es das jetzt war mit Gegnern. Ah, hier kommen wir nicht durch. Okay. Hier lang. Ehrlich gesagt habe ich so langsam die Nase voll von Spinnen und Untoten und noch mehr Spinnen und noch mehr Untoten. Gott sei Dank der Ausgang nach Talon.
neue Harpien. Neue Harpien. Immer noch besser als... Und Tod und Spinn. Ha! Ja! Candidus! So, das war unser Bär leider. Oh, da sind nochmal Harpien. Oh, die Harpien droppt auch mal endlich was. Harpienfedern. Dann gucken wir mal, ob bei den Harpien oder ob noch eine Harpie etwa hat noch eine Harpie etwas gedroppt. Nee, sehe ich leider nichts. Dann schnappen wir uns auch die Harpien hier. Wenn die schon respawned sind. Gucken, ob wir da auch nochmal Harpienfedern kriegen. Wenn nicht, geben sie wenigstens Erfahrungspunkte. Habe ich gerade nicht aufgepasst. Ja, einen wenigstens. Oh, die da hat nochmal Harpienfedern gedroppt. So, okay. Das heißt, jetzt erstmal hierhin zurück auf die Straße in Richtung Brenzhain und zum Brenzhain zurück. Naja, wir sehen schon mal ziemlich nice aus in der goldenen Rüstung. Und ich weiß auch noch aus der Erinnerung, dass es keine Hose gibt. Das ist das Einzige. Aber Stiefel und Helm müsste es noch geben. Eins von beiden sollten wir auch als nächstes kriegen, wenn wir den Drachen erschlagen haben. Ich weiß noch nicht mehr, welches von beiden. So, hier ist nur noch der Priester, der nichts mehr zu sagen hat. Habt ihr tatsächlich Hesperias Leiche finden können? Ja, ich konnte ihre Gebeine aus dunkler Erde bergen und bitte euch nun, ihr den letzten Segen zu erteilen. Hab Dank, ich werde sie neben den anderen Toten bestatten und den Grabsegen über ihre Gebeine sprechen, auf dass ihre Seele endlich in Frieden ruhe. Oh, dadurch gibt es sogar wieder Grün am Baum.